wahrscheinlich gerade umgefallen. Sie sind zusammen mit Holger Frenzel ist er jetzt umgefallen. Deshalb dauert es auch noch einen Moment. Das habe ich natürlich jetzt überhaupt nicht geplant, dass jetzt der Holger Frenzel noch einmal kräftig zieht. Aber ich kann mir natürlich vorstellen, ich kenne auch Holger Frenzel. Ich darf Ihnen das mal rüberreichen. Wir haben ja eine Probefahrt gemacht. Und natürlich ist auch Holger Frenzel sowas von verliebt in seine gute alte Tatrabahn, dass er so lange wie möglich diese Strecke noch einmal ausnutzen will. Und nun sehen wir Holger Frenzel, sehen wir natürlich noch nicht, aber die Straßenbahn sehen wir. Da kommt sie mit zwei beleuchteten Bullaugen sozusagen noch einmal um diese Ecke. Sie, meine Damen und Herren, sind der Augen- und gleichzeitig jetzt der Ohrenzeuge für die letzten 400 Meter, die nun diese Tatrabahn, die zum ersten Mal nach Dresden kam, nirgendwo anders hin. Sie hätte ja auch nach Schwerin, aber ich glaube, die haben gar keine Straßenbahn. Sie hätte ja auch nach Leipzig, sie hätte ja auch in die Hauptstadt kommen können. Nein! Sie ist nach Dresden gekommen und diese lange, lange Zeit, wir haben gesprochen über Dubčeks Rache, wir haben uns unterhalten über die Dame, die im Schacht gelegen hat mit den Beinen nach oben. Es ist alles Geschichte, bitteschön. Jetzt hat die Bahn die letzte Kurve erreicht. Jetzt beginnt auch bei dem Reporter so langsam und sicher das Beben in der Stimme. Zum allerletzten Mal kommt sie hier hinauf. Zum allerletzten Mal. Und nun bitte schön, wo ist Ihr Beifall? Wo ist der Beifall der Dresdner? Die Ich habe es ihm angekündigt, langsamer, langsamer, ganz langsam, das ist es, Slow Motion, die Zeitlupe. Und wenn sie das Ziel erreicht hat, dann werden sie hier ein ganz kleines Feuerwerk erleben. Die letzten Meter, die allerletzten Zentimeter, es sind nur noch Millimeter. Achtung, das ist er, der Einlauf der Tatrabahn. Gegenüber den vorhergehenden Straßenbahnfahrzeugen. Ist das wenigstens so ein bisschen was, so ein warmes Gefühl, sag ich jetzt mal, wenn man in der Bahn sitzt? Ist diese Geräuschkulisse, die fasziniert mich, diese Technik und einfach dieses Rustikale, wie sie einfach aussieht, dieses, wie eine alte Lady halt. Sie haben uns ein Leben lang begleitet, für viele Bürger der Stadt und Gäste auch. Und es ist eine traurige Sache, aber auch wir blicken positiv in die Zukunft. Wir haben ganz moderne, schöne neue Fahrzeuge. Ja, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's wirklich ernst. Zuverlässige Kollegen unseres Unternehmens. Moment, wir müssen doch das Ding reinhalten, damit ihr zu hören seid. Jetzt, aber uns hört erstarrt. Die Übergabe des Stadtstaates. Also, liebe Kollegen, ich wünsche dir allzeit und unseren Straßenbahnen in Dresden gute Fahrt, unfallfrei und weiterhin viel Spaß auch an der Arbeit. Ich danke und viel Spaß. Moment. Wir wissen natürlich alle in Dresden, wer der Herr Frenzel ist inzwischen. Ne? Also eine Berühmtheit inzwischen. Ne? Aber wir wissen doch gar nicht, wer die liebe Kollegin ist. Sie wird überhaupt, liebe Kollegin, wird gesagt. Stellen Sie sich doch mal kurz vor. Ich bin die Frau Brucher, fahre schon sehr, sehr viele Jahre in Dresden Straßenbahn und freue mich auf die Zukunft mit den neuen Straßenbahnen. Das haben Sie sehr schön gemacht, dafür bekommen Sie einen sehr schönen Beifall. Ja. Guck mal, die ganze Brücke jubelt. Setzen wir mal die Brücke sofort.
der Fußball-Weltmeisterschaft übertragen und jetzt die Straßenbahn. Ist er wieder so voll? Genau so ist es. So. Sollen wir jetzt die Menschen nach Hause schicken? Oder haben Sie noch eine Idee, dass jetzt in Ihrer Bahn was, dass es Menschen gibt? Oder was? Ja, bei uns ist der Schlüssel. Der Schlüssel, natürlich. Der Schlüssel, ist noch bei unserem Kollegen aus Wien. Ab mit, ja, ja. Der war gut. Der Schlüssel. Ich hoffe, die Fotografen haben sich den Namen gemerkt. Nicht, dass morgen steht, Herr Frenzel überreicht an Kollegin. Steht auf dem Schild, das ist aber Glück. Ja, Gott sei Dank. Ja, ein bisschen launisch muss es zugehen, gell? Klar. Vor allem werden jetzt Wiener Klänge ihm zu Ehren ja intoniert. Es hat alles irgendwie seinen Sinn, merken Sie das? Wunderbar, ja. Dann wollen wir nicht die anwesenden Länge auf die Folter stellen. Es wurde schon nach dem Schlüssel gefragt. Ohne Schlüssel, das ist wie beim Auto, geht bei der Straßenbahn auch nichts. Aber wir wollten natürlich heute nicht ganz einfach so einen banalen Schlüssel bereichen, wie man es häufig macht, symbolisch oder sowas. Das sollte schon der echte sein. Und ja, wem darf ich ihn übergeben? Direkt an die Frau Bucher. Ich frage mich nur, jetzt kommt erstmal die Übergabe hier. Ich frage mich einfach nur, und ich bin manchmal ein Journalist, der nochmal nachkartet, Frau Bucher. Wenn Sie jetzt erst den Schlüssel kriegen, wie ist denn das Gefährt hierher gekommen? Okay, ich hab schon verstanden. Haben wir auch das geklärt? Ich jetzt sehr, sehr.